Da sind wir wieder bei Bloodstained, Stage 8, Curse the Moon. Und jetzt heißt es, was zur Hölle ist denn hier los? Wow. Das war knapp. Okay, gut. Hier schnell runter. Darf ich halt nicht runterfallen, ansonsten bin ich tot. Das ist das erste, was mir aufgefallen ist. Ja, nicht runterfallen. Krasse Sache. Was hier gerade passiert ist. Achso, da kannst du ja gar nicht aufsammeln, ne? Ach, Droplay, du bist doch so intelligent. Wow. Danke für den Kommentar. So, jetzt passiert da unten irgendwas. Wow. Hört das irgendwo noch auf? Nö, es hört nicht auf. Vielleicht, wenn ich wieder runtergehe, genau. Nein, es hört nicht auf. Ah, blödes Ding. Oh, oh, oh. Das nehmen wir noch mit ihr hier. Jetzt kann ich mit ihr wieder schön durchrushen. Ja, sie hat wieder volle Energie. Ach, ist das schön. So. Axt, die brauche ich doch gar nicht, Mann. War auch nicht. Und tschüss. So, hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Und jetzt klingt das schon wieder total gefährlich. Wow. Nein. Alter, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und schnell hier rein. Wow. Okay. Krasse Sache, muss ich sagen. Das war jetzt erstmal hier ein krasses Ding. Oh. Oh, 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 oh. Was bist du denn? Wow. Danke. Alter, wir müssen immer weiter nach oben. Oh oh. Nein, 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 nein.
schnell weg. Ich hab's überlebt. Da unten. Na komm, das nehmen wir mit. Was nehmen wir mit? Oh, das sieht aus wie hier das Finale von Castlevania so ungefähr. Oder der erste Bosskampf von Castlevania, keine Ahnung. Ich hab's nur mal so kurz aus ein paar Ausschnitten gesehen, deswegen. Oh, oh. Ja, genau. So. Komm, und den machen wir platt. Haben wir echt gewonnen? Das wäre jetzt zu schnell. Ich kann gerade nichts machen, möchte ich nur mal ganz kurz anmerken. Ah ne, jetzt kommt der finale Boss. Hallo? Wartet mal. Wow. So. Das sammeln wir alles ein. Oh. Komm. Ich weiß gerade nicht, wie ich den Boss besiegen soll. Wie soll ich sie denn besiegen? Es sagt nicht, dass ich sie nochmal komplett von vorne machen muss, ne? Das ist ein echt ganz schlechter Scherz. Das wäre jetzt ein ganz schlechter Scherz. So, sorry Leute für den Schnitt. Es hat sich ein bisschen blöd ergeben. Ja, aber ich habe mir gesagt, gut, bevor ich jetzt hier irgendwie was, ne? Wow, das war knapp. Ach, da ist das Rätsels Lösung. Bevor es jetzt hier, wie gesagt, zu Komplikationen kommt, muss ich schnell hier rüber, bevor er, genau, abstürzt. Überleg genau, Tro, was brauchst du? Und davon noch? Davon noch? Ah, komm. Wir nehmen ruhig das. Heilen uns hoch, weil dann können wir mit dem Angriff dann nämlich einiges erledigen hier. So, jetzt haben wir die richtige Sequenz. Das scheint sie auch aus dem Symbol heraus. Oh, ernsthaft? So. Jetzt haben wir sie. Geht sie nach oben? Ich würde jetzt gern wechseln, aber es geht ja auch nicht. So, jetzt können wir es gleich herausfinden, was wir treffen müssen, weil nämlich unser zielsuchendes Magiestück, was wir da haben, wird uns helfen.
So. Nein. So. Wow. Aus dem Bereich raus. Nein, 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 nein. Oh, komm. Oh, verdammt, das war jetzt echt doof von mir. Ich hab sie, glaube ich. Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, ich habe sie. Habe ich sie? Habe ich ihn? Sie? Ihn? Hey, wir alle haben überlebt. Tangetsu was astonished by his own actions. For what reason did he do this? He existed to slay demons and take revenge. But long... Hallo? Ich war gerade am Vorlesen. Was zur Hölle? And so, in order to stop the new Dark Emperor, Zangetsu's allies plunged into battle again. They may have to end their ally's life, but can they still save his soul? Das heißt, Zangetsu hat sich jetzt geopfert für die drei... Und ist jetzt anscheinend selber zum Dämonenkönig geworden. Ja, und das war sozusagen die Einführung in Bloodstained, was ja dann auch noch Ritual of the Night demnächst erscheinen wird für die Nintendo Switch. Ein Kickstarter-Projekt und das hier wurde auch aufgrund von Kickstarter durch Hiroki Miyazawa und Hiroki Yunoki ins Leben gerufen. Und ich bin auch ganz froh, wie gesagt, es ist ein kleines Projekt gewesen, ja, richtig. Aber trotzdem hat es mir einen riesen Spaß gemacht, ob ihr es glaubt oder nicht. Also man kann das mal eben an einem Tag durchspielen. Ja, gut, jetzt könnte man sagen, ah, 9,99 € ist ein bisschen teuer für diese, ich sag jetzt mal, 6-8 Level. Ich glaube, 8 Level mit ein paar Bosskämpfen. Aber trotzdem habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Wege zu gehen. Ihr habt verschiedene Arten, das Spiel zu beenden. Ich weiß gar nicht, ob es sogar verschiedene Enden gibt, je nachdem, mit wem ihr ihn besiegt. Ich weiß gar nicht, wir hatten jetzt den mit der Fledermaus besiegt, ne? Also Zangetsu wird so oder so immer enden, als, ja, neuer Dämonenkönig. Wahrscheinlich müssen wir dann später im nächsten Teil gegen ihn kämpfen. Ihr könnt mir mal jetzt abschließend in die Kommentare schreiben, möchtet ihr ein Let's Play zu Bloodstained, The Ritual of the Night, The Rituals of the Night war's, dazu sehen, oder sagt ihr, nee, eher weniger. Und der Spielproduzent war Koji Igarashi. Sorry. Konnte ich mich denn nur so täuschen? Das war der Spielproduzent, das andere war der Director. Ich bin untröstlich. Ja, und das Ganze halt dann in Zusammenarbeit mit Inti Creates. Ja, genau. Iga Takuya Aizu als Producer. Und dann nochmal in die Creator. Schön, dass wir darüber nochmal gesprochen hatten. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich bei euch. Die bedanken sich, dass ich es gespielt habe. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Sage... Oh, Nightmare Mode has been unlocked. Sage Dankeschön. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Darf ich denn jetzt... Hier? Casual? Was passiert denn jetzt? Ah, okay, gut. Nein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.